Am 9. November 1938 zerstörten Nationalsozialisten viele Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland. Auch 80 Jahre danach ist Antisemitismus nach wie vor ein Thema, möglicherweise derzeit aktueller denn je. Zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht fanden deutschlandweit viele Gedenkveranstaltungen statt, so auch in Tübingen und Beisingen. Hier in der Tübinger Gartenstraße steht heute ein Denkmal, das an die Opfer des nationalsozialistischen Regimes erinnert. Einst stand hier eine Synagoge, die Tübinger jüdischen Glaubens besuchten, um ihre Religion auszuüben. Doch dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht und haben die Synagoge geplündert und niedergebrannt. Die Tübinger Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht begann allerdings nicht in der Gartenstraße, sondern im Rathaus. Hier trafen die Bürger auf Nachfahren von Tübinger Juden mit dem Ziel, gemeinsam zu gedenken. Arnold Wochenmark, also dessen Nachfahren heute hier sind, ist 12 Jahre alt gewesen und ins Uhland-Gymnasium gegangen, als 1933 die Nazis die Macht ergriffen haben. Und meine Tochter ist jetzt 12 und geht ins Uhland-Gymnasium, 80 Jahre später, genau an der Stelle. Also es war ein ganz normaler deutscher Junge, der hier gelebt hat. In sehr kurzer Zeit habe sich dann alles geändert. Und aus jungen Tübinger Schülern wie Arnold Wochenmark seien Menschen geworden, die um ihr Leben hatten fürchten müssen. Für David Holinstadt von der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg ist es von enormer Wichtigkeit, an die damaligen Verbrechen zu erinnern. Vor allem, wenn er die Aussagen von AfD-Anhängern hört. Manche von ihren Mitgliedern reden von einer sehr antisemitischen Richtung und sie reden auch von einer sehr rassistischen Richtung. Es geht nicht nur um die Juden, sondern ihre Haltung zum Muslimen ist noch schlimmer. Es ist ein großes Warnzeichen, dass man in unsere als legitimierte demokratische Partei eine solche Organisation drin ist. Es sei deshalb umso wichtiger, zu Gedenkveranstaltungen einzuladen und den Bürgern die Vergangenheit näher zu bringen. Dafür gibt es in Tübingen unter anderem die sogenannten Jugendguides. Sie begleiten die Gruppen zu Gedenkstätten und erläutern nicht nur Zusammenhänge, sondern erklären auch, was sie motiviert hat, sich mit den NS-Verbrechen zu befassen. Aber nicht nur sie, auch Nachfahren von Tübingern mit jüdischem Glauben beschäftigen sich mit der Geschichte. Also ich finde, es hat eine doppelte Bedeutung. Es sind zum einen Menschen, die, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre, jetzt heute ganz normale Tübinger Bürger möglicherweise wären, diese Nachfahren an der Stelle. Und das sind sie nicht, sondern sie haben eine andere Biografie gehabt. Und ich finde, es hat für uns daher eine Bedeutung, zu sehen, da ist jemand ausgeschlossen worden aus einer Stadtgesellschaft, einer Stadtgemeinschaft und kommt wieder zurück. Geschichte sei immer etwas Gemeinsames, weshalb Sölke es wichtig findet, dass die Nachfahren jüdischer Bürger Tübingens mit den heutigen Tübingern zusammentreffen und alle gemeinsam der Opfer gedenken. Die Bürger aus Rottenburg und Umgebung kamen zum Gedenken in die Synagoge nach Rottenburg-Beisingen. Die Gedenkstätte an der Synagoge gibt es bereits seit 20 Jahren. Auch wegen diesem Jubiläum waren die Rottenburger zusammengekommen. Unter den Besuchern war auch Oberbürgermeister Stefan Neher, der Vorsitzende des Fördervereins der Synagoge ist. Schülerinnen und Schüler des Rottenburger Paul-Klee-Gymnasiums und der Rottenburger Musikschule gestalteten den Abend mit Redebeiträgen und Musikstücken. Allen gemeinsam war es ein Bedürfnis, den Zusammenhalt der Menschen zu stärken und das Vergessen zu verhindern.